Wovon ist der freie Wille eigentlich frei? Ist er frei von Zwang? Ist er frei von Gewohnheit? Ist er frei von Zufall? Wovon ist der freie Wille eigentlich frei? Wieso steht er frei davor, vor dem Willen? Wieso reicht es nicht einfach der Wille? Ich habe meinen Willen. Der Wille muss sich ja nach etwas richten. Also sagen wir mal, ich habe Hunger. Ist es dann mein freier Wille, etwas zu essen? Muss der freie Wille also frei sein von Zwang oder von Bedingungen? Aus dem Nichts soll ich mich entscheiden, irgendetwas zu tun nach meinem freien Willen. Also erstmal, der freie Wille ist nicht frei von Willen. Der Wille ist ja irgendwie gestaltet, irgendeiner Art, und nach dieser Gestaltung handle ich. Also der Wille ist nicht frei von Wille, sondern der Wille, sondern die Handlung richtet sich nach dem Willen. Und so ist jetzt die Frage, wenn die Handlung sich nach dem Willen richtet, wie ist der Wille entstanden? Wodurch ist der Wille entstanden? Kann der Wille sich jederzeit ändern und ins Gegenteil umschlagen, weil ich mich entscheide, das zu ändern? Oder halte ich mich an die Gewohnheiten, halte ich mich an das, was meinen Charakter ausmacht, halte ich mich mit meinem Willen an das, was die Umgebung mir anbietet, halte ich mich mit meinem Willen an das, was mein Körper mir anbietet? Ich werde sicherlich essen, wenn ich Hunger habe, und ich werde auf Toilette gehen, wenn ich auf Toilette gehen muss. Die grundlegenden Bedürfnisse sind also bestimmt nicht frei von Bedingungen. Die grundlegenden Bedürfnisse sind also nicht nach dem freien Willen. Beziehungsweise sie sind nach meinem Willen, aber der Wille ist nicht frei und einfach so zufällig entstanden. Und zufällig entstandener Wille wäre ja auch Unsinn. Dann richtet der Wille sich in irgendeine Richtung, die ja unabhängig von mir ist. Wenn ich jetzt plötzlich auf die Idee komme, dies oder das zu tun, was gar nichts mit mir zu tun hat. Ich mache ein Hobby, was ich gar nicht mag. Es macht keinen Sinn. Also der Wille muss sich schon danach richten, wer ich bin. Was ich von mir glaube und was ich von mir halte. Der Wille, also mein Wille, richtet sich doch nach mir, nach meinem Charakter. Also ist die Frage nicht, was ist der freie Wille, sondern was bin ich, wer bin ich, wer möchte ich sein? Und aus diesem Verständnis von einem selber entsteht dann auch das Verstehen vom Willen. Was ist der Wille, sondern nicht der freie Wille, sondern mein Wille. Was ist mein Wille? Und wenn ich meinen Willen verstanden habe, dann kann ich den umsetzen. Aber dieser war dann nicht frei, sondern diesen, den ich dann gebildet habe, der ist nach mir entstanden. Und jetzt kann man sich überlegen, was alles in einem drin ist. Ist man vielleicht mehr als nur ein Körper, der Hunger hat und auf Klo gehen muss, der einen Charakter ausgewickelt hat, weil er irgendwas erlebt hat? Sind meine Charakterzüge nur entstanden, weil ich in meiner frühesten Kindheit geprägt wurde? Weil dann sähe das mit dem freien Willen ja nicht sehr gut aus. Dann wäre das alles nur aus den Umständen entstanden, mein Wille. Dann war da nichts mit frei, sondern dann ist es alles nur basierend auf dem, was schon vorher passiert ist, den traumatischen, den schönen Erlebnissen, wie meine Eltern zu mir waren, mein Urvertrauen, wie ich das gewonnen habe. Und all das bilden dann meinen Charakter und all das formt dann die Grundlage für meinen Willen. Oder gibt es obendrauf auf diesem Charakter dann noch einen Freiraum, wo der Wille sich in die eine oder andere Richtung entscheiden kann, wenn mir quasi gar nicht klar ist, ich muss auf Klo, das wäre links, ich will was essen, das wäre rechts. Ich muss weder auf Klo noch habe ich Hunger, sondern ich stehe trotzdem an dieser Gabelung rechts, links. Ist dann mein freier Wille, mich zu entscheiden, ob ich rechts oder links gehen möchte? Was auch nicht besonders schön wäre, weil wenn ich doch nicht weiß, was es bringt, nach rechts oder nach links zu gehen, wieso sollte ich mich dann entscheiden, wieso sollte ich dann einen Willen aufbauen, unbedingt in die eine Richtung gehen zu wollen? Ich weiß ja gar nicht, was es mir bringt. Insofern baut unser ganzes Leben ein Szenario auf, wo wir dauernd nicht den freien Willen haben, sondern wir leben dauernd unseren Charakterwillen, unser Ego, was wir erzeugt haben, unser
Unsere eigene Seinsart, die wir hier in dem Körper manifestieren, diese erleben wir dauernd durch unseren Willen, den Willen, den wir dann ausprägen. Aber frei, frei von was? So, und so ist es vielleicht noch interessant rauszufinden, wer man ist, wer man geworden ist, ob das vielleicht doch einen Sinn hat, der frei von der Materie, von der Physis, von der physikalischen Ebene ist. Dort fängt dann die Suche nach dem freien Willen an, besser gesagt nach dem wahren Willen. Sondern vielleicht gibt es ja etwas, was in meine physikalische Welt fließt, das trotzdem metaphysischer Natur ist, aber das hat dann nichts mit dem freien Willen zu tun, sondern mit dem wahren Willen. Der wahre Wille, der von meiner Seele, von meinem höheren Selbst, von der höheren Struktur, von der göttlichen Ebene kommt, der sich dann niederschlägt in den Sachen, die mir passieren, in meinem Charakter, der sich ausbildet. Also der Charakter ist quasi nur eine Folge von dem, was erlebt wurde und von dem, was von oben, von dieser höheren Ebene herunterfließt. Das, was hinter mir steht, die Kräfte, die hinter mir wirken und mich beeinflussen und helfen, das formt dann den wahren Willen, der vielleicht dafür sorgt, dass irgendwie ein dramatisches Ereignis in mein Leben tritt. Gewisse Anziehungskräfte, magnetische Anziehungskräfte, die gewisse Umstände schaffen. Ja, insofern habe ich fertig mit freiem Willen, sondern die Frage ist, was ist der wahre Wille? Wie entsteht der Wille? Wo kommt das her? Und der Wille des Menschen ist dann ausführendes Organ für das, was der wahre Wille dahinter erschaffen, entschlossen hat.